Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Dragon Age 2. In der wahrscheinlich letzten Aufnahme dieses Let's Replays. Dort vorne ist der Schreibtisch mit den ganzen Briefen. Dem einen Brief, der das Ganze wahrscheinlich beenden wird. Und wir haben noch ein vollkommen überfülltes Inventar. Gut zu wissen. Wir sollten vielleicht erstmal Sachen verkaufen gehen, bevor wir uns ins Finale reinstürzen. Wir tragen auch inzwischen unsere neue Rüstung. Die schnieke Wächterrüstung. Und mitnehmen mit uns. Da gehen wir mal so nach draußen, einmal zum Verkaufen. Einmal in die Oberstadt. Da können wir bei Hubert oder so alles loswerden. Berg ist aufgestiegen. Und drei weitere Punkte. Würde ihm mehr Geschicklichkeit geben, einfach damit er mehr austeilen kann mit seiner Armbrust. Würde sich drei Punkte, die kriegt er nicht. Hier wollen wir umschauen. Ging betäubt. Jeden normalen Angriff mehr Ausdauer zurück als üblich. Klingt gut. Geben wir ihm das. Ihr blickt jetzt schon seit Tagen so finster drein. Wenn ihr nicht aufpasst, bleibt euer Gesicht für immer so. Mein Gesicht ist im Moment meine geringste Sorge. Aber auch nur deshalb, weil ihr es nicht ansehen müsst. Wenn ihr es von hier aus sehen könntet, Blondschopf, stünde es auf eurer Prioritätenliste mindestens auf Platz 2. So hoch. Jean-Luc, kauf meinen Plunder. Okay, jetzt wo du meinen Plunder gekauft hast, kauf den ganzen Rest. Sie ist ohnehin immun dagegen und Elektrizitätsresistenz. Das ist viel Elektrizitätsresistenz. Aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen werden. Wir bleiben trotzdem dabei, nur für den Fall. Den Bogen behalten wir für den Privatgebrauch. Der Stab ist... Bethany, der Stab des neuen Wachstums. Stimmt, wir haben vergessen, von Bethany die Ausrüstung abziehen. Das heißt, die wird jetzt wahrscheinlich weg sein. Die ganzen Sachen können weg. Ich habe keine ganze Kram, ja auch, aber einfach komplett weg. Außer die beiden Sachen, die werden wir gleich einlagern. Da kriegen wir nichts für. Gut, Inventar ist jetzt so leer, wie wir es jedenfalls kriegen könnten. Dann zurück ins Anwesen. Den letzten Kram einlagern und dann stürzen wir uns ins Getümmel des Finales. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut genug ausgerüstet sind. Wahrscheinlich sogar mehr als genug. Ah, ihr seid zurück. So. Halte das mal Spiel. Zendel Spezialrune. Die Chance erhöht, dass ein Gegner zurückgeworfen wird. Und Urtümliche, die die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Haben wir auf unseren... 6% Schaden, Elektrizitätsschaden. Körperlicher Schaden, 10% Schaden. Haben wir auch irgendwo Runenplätze, die verteilt werden müssen? Nein. Oh, Verzauberung. Ein letztes Mal schauen, Orana. Ich habe alles sauber gehalten. Brav. Meryl? Wisst ihr, ich glaube langsam, Sandal beobachtet mich. Wir haben noch ein paar Erfahrungspunkte bis zur Stufe 28. Ich glaube, das Spiel geht bis 30 hoch, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Schreibtisch. Champion, ihr habt euch als Freund der Magier von Kirkwall erwiesen und ich muss mich nun erneut an euch wenden. Meredith ist zu weit gegangen und ich kann ihren Wahnsinn nicht tatenlos hinnehmen. Ich bitte euch umgehend zur Galgenburg zu kommen, vielleicht können wir die Sache beenden, bevor es zu Blutvergießen kommt. Orsino.
So schnell wie möglich zur Galgenburg. Laut dem ersten Verzauber sind erfordert etwas Schreckliches, die Hilfe des Champions. Angesichts seiner Warnung könnte es empfehlenswert sein, vorher noch alle dringenden Erledigungen in der Stadt abzuwickeln. So schnell es geht, aber vorher alles andere machen. So kennen wir es doch. Gut. Evelyn. Und die beiden. Zur Galgenburg. Champion, dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Was ist geschehen? Der erste Verzauberer aus Sino hatte einen fürchterlichen Streit mit der Kommandantin. Oi. Er ist davongestürmt, um der obersten Klerikerin die Angelegenheit vorzutragen. Aber die Kommandantin ist ihm gefolgt. Ich fürchte, das wird mit Blutvergießen enden. Na fantastisch, bringt mich zu ihnen. Oh Gott. Was haben die jetzt schon wieder angefasst? Ich werde den Turm durchsuchen lassen, von unten bis oben. Das könnt ihr nicht tun. Ihr habt kein Recht dazu. Ich habe jegliches Recht dazu. Ihr versteckt hier Blutmagier. Und ich habe vor, sie aufzuspüren, bevor sie diese Stadt infizieren. Blutmagie? Wittert ihr eigentlich irgendwo keine Blutmagie? Wir können uns nicht einmal schneuzen, ohne dass ihr uns der Verderbtheit bezichtigt. Verscherzt es euch nicht mit mir, Magier. Meine Geduld ist erschöpft. Komisch, dass ich nie sah, wie es begann. Ihr seid wahnsinnig. So wie ihr euch benehmt, werden die Leute bald anfangen zu tuscheln. Du bist hier. Natürlich. Das hier hat nichts mit euch zu tun, Champion. Ich habe ihn hergebeten. Ich denke, die Leute verdienen es, zu erfahren, was ihr getan habt. Was ich getan habe, war, die Einwohner dieser Stadt zu beschützen. Immer und immer wieder. Was ich getan habe, war, euch Magier vor eurem Fluch und eurer eigenen Torheit zu beschützen. Ich höre nicht auf damit. Unsere Wachsamkeit wird nie nachlassen. Das Risiko werde ich nicht eingehen. Gibt es noch mehr Blutmagier, Orsino? Ist irgendetwas von dem, was sie sagt, wahr? Das sind nur ihre neuesten Anschuldigungen. Nichts weiter. Und was geschieht, wenn sie nicht findet, wonach sie sucht? Wie weit wird sie dann noch gehen, um etwas zu finden, das nicht existiert? Der Champion weiß besser als jeder andere, wie tief die Verderbtheit des Zirkels reicht. Ich muss ihre Quelle finden. Ist das wahnsinnig? Beide. Ihr beide seid wirklich großartige Vorbilder für eure Anhänger, wisst ihr das? Haben wir denn eine andere Wahl? Sagt mir, Champion, dass ihr nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt, wozu sie fähig sind. Dass ihr nicht selbst die Lügen von Magiern gehört habt, die nach Macht streben. Keine Entschuldigung. Sie sind nicht die Einzigen, die lügen und nach Macht streben. Ihr wollt uns alle als Schurken sehen, aber dem ist nicht so. Ich weiß. Und es bricht mir das Herz, das zu tun. Aber wir müssen wachsam sein. Wenn ihr mir keinen anderen Weg zeigen könnt, wagt es nicht, mich als Tyrannin darzustellen. Das führt zu nichts. Die oberste Klerikerin Erthena wird dem ein Ende machen. Ihr werdet ihre Gnaden nicht mit hineinziehen. Die oberste Klerikerin kann euch nicht helfen. Oi. Erklärt euch, Magier. Ich werde nicht untätig zusehen, wie ihr alle Magier wie Verbrecher behandelt, während die, die uns anführen sollten, das Haupt vor ihren Kerkermeistern beugen. Wie könnt ihr es wagen, so? Der Zirkel hat uns im Stich gelassen, Orsino. Selbst ihr müsstet das erkennen können. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Es darf keine Kompromisse mehr geben. Anders, was habt ihr getan? Es gibt kein Zurück mehr. Sie wurde von allen geliebt. Warum hat sie nicht auf mich gehört? Gesegnet seien die Seelen der Gläubigen, auf dass sie emporsteigen mögen, um zu deiner Rechten zu sitzen. Warum? Warum habt ihr das getan? Ich habe die Chance auf eine Einigung zerstört, weil es niemals eine Einigung geben kann.
Die oberste Klerikerin hat durch Magie den Tod gefunden. Und die Kirche wurde zerstört. Als Kommandantin von Kirkwall berufe ich mich hiermit auf das Recht der Auflösung. Jeder einzelne Magier des Zirkels wird hingerichtet. Unverzüglich. Ach, verdammt. Der Zirkel ist dafür nicht verantwortlich. Ihr dürft das nicht zulassen, Champion. Helft uns, diesen Wahnsinn aufzuhalten. Und ich fordere euch auf, die Ordnung zu wahren. Nach dem, was soeben geschehen ist, könnt ihr euch dem, was getan werden muss, nicht verweigern. Wieso debattieren wir über das Recht der Auflösung, wenn das Monster, das dies getan hat, genau hier ist? Fair enough. Ich werde ihn töten. Das schwöre ich euch. Es lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Ihr müsst eine Wahl treffen. Dass euch nicht alle gegenseitig ermordet, das ist wahnsinnig. Und anders bist du ein absoluter Vollidiot. Ist euch auch gefallen, dass dieses Lied übrigens die ganze Zeit im Hintergrund läuft, obwohl es hier nicht hingehört. Musik. Und ich gerade ein bisschen fertig. War das euer Plan, Anders? War das der Grund, weshalb ich die oberste Klerikerin ablenken sollte? Ihr wart daran beteiligt? Halt die Klappe. Wenn ihr gewusst hättet, was ich vorhatte, hättet ihr euch bei eurer Ehre verpflichtet gefühlt, mich aufzuhalten. Dieses Risiko konnte ich nicht eingehen. Der Zirkel ist ein Unrecht, nicht nur in Kirkwall, sondern auch an zahlreichen anderen Orten. Die Welt muss das erkennen. Athena ist nicht der Zirkel. Sie war eine gute Frau und ihr habt sie ermordet. Ihr Narren, ihr habt uns alle verdammt. Wir waren bereits verdammt. Wir hatten nur die Wahl, ob wir jetzt schnell oder später langsam sterben wollen. Und ich ziehe es vor, kämpfend in den Tod zu gehen. Was mit den Opfern? Ihr seid ein Mörder. Die oberste Klerikerin, die Magier. Ihr Blut klebt an euren Händen. Ich weiß. Es spielt keine Rolle. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich nicht untätig bleiben. Die Leute werden nach Blut verlangen. Ja, ich will nicht. Ich will eigentlich nicht. Lass mich da raus. Ich will damit nichts zu tun haben. Ihr habt bereits damit zu tun. Ihr seid Champion von Kirkwall. Tut eure Pflicht oder sterbt gemeinsam mit diesen Magiern. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich unterstütze die Magier. Es wird zwar nicht leicht werden, aber ich kämpfe für Meredith rastet zu sehr aus. Was geschieht mit Anders? Halt die Klappe. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wenn ihr das tut, Hawk, weiß ich nicht, ob ich euch folgen kann. Die Magier hier würden zu Magistern werden, wenn sie könnten. Lasst nicht zu, dass das geschieht. Seid ihr euch da sicher? Diesen Kampf könntet selbst ihr verlieren. Ich weiß, wir können es schaffen. Ich glaube an euch, Hawk. Verdammt, in was bist du jetzt nur wieder hineingeraten, Isabella? Denkt gut darüber nach, Champion. Wenn ihr euch auf ihre Seite stellt, werdet ihr auch ihr Schicksal teilen. Okay, dann bin ich eingeschüchtert. Nein. Damit kann ich leben. Dem Erbauer sei Dank. Nein, ich kämpfe nicht, um diese Magier zu retten. Weder für euch, Fenris, noch für sonst jemanden. Ich verstehe, was ihr vorhabt. Und mein Platz ist an eurer Seite. Ihr seid ein Narr, Champion. Tötet sie alle! Ich mobilisiere den Rest des Ordens! Geht! Flieht in die Galgenburg, bevor es zu spät ist! Da hat sich Fenris verpisst, der Drecksack. So, stirb! Ich bin überrascht, dass es nicht sofort zu Blutvergießen gekommen ist, ab dem Zeitpunkt, wo die Kirche gesprengt wurde. Ach, du hast dich angebabbelt, Drecksack. Jetzt müssen wir uns durch die Tempel durcharbeiten. Warte, da ist eine Kiste. Gib her. Es ist also soweit. Ich weiß nicht, ob wir diesen Krieg gewinnen können, Champion, aber ich danke euch. Ich lasse euren Freund hier, damit ihr über sein Schicksal entscheiden könnt. Ich muss zurück in die Galgenburg. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir. Alles gut, Nox. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich mir nicht schon selbst gesagt hätte. Ich habe einen Geist in meine Seele aufgenommen und mich für alle Zeiten verändert, um dies zu erreichen. Dies ist die Gerechtigkeit, auf die alle Magier gewartet haben. Das ist ein Wille. Hat euch dieser Geist gesagt, dass ihr das tun sollt? Nein.
Als wir verschmolzen sind, hat er aufgehört zu existieren. Wir sind nun eins. Ich kann das Unrecht des Zirkels nicht leichter hinnehmen, als er es gekonnt hätte. I might have understood if you'd only told me. Oh. Ihr seht über diese Tat hinweg? Über die brutale Ermordung einer unschuldigen Frau des Glaubens, die ihr kanntet und die euch vertraut hat? Ich wollte es euch ja erzählen. Aber was wäre gewesen, wenn ihr mich aufgehalten hättet? Hätten wir wahrscheinlich. Oder schlimmer noch, wenn ihr euch entschieden hättet, mir zu helfen. Das konnte ich nicht zulassen. Die Welt muss das erkennen. Dann können wir alle aufhören, so zu tun, als sei der Zirkel eine Lösung. Und wenn ich dafür mit meinem Leben bezahlen muss, dann bezahle ich diesen Preis. Vielleicht wäre Gerechtigkeit dann zumindest wieder frei. Das wäre zu einfach. Was denken die anderen? Irgendwelche Meinungen? Würdet ihr das auch fragen, wenn ich heute in der Kirche gewesen wäre? Na, wahrscheinlich. Ihr wisst, was getan werden muss. Ein kühner Plan hätte von mir sein können. Der Glaube ist keine Entschuldigung. Und Aufrichtigkeit ist keine Rechtfertigung für das hier. Er sollte mit uns kommen und alles tun, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe all diese Magier und Templer so satt. Was auch immer ihr tun werdet. Burke und Meryl, die haben es verstanden. Komm mit. Helft mir, die Magier zu verteidigen. Ihr meint, ich soll bei euch bleiben? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mir das gewährt. Aber wenn ihr es tut, werde ich gegen die Templer kämpfen. Ja, das werde ich, verdammt. Nein, ihr könnt diese Abscheulichkeit nicht davonkommen lassen. Entweder ihr stirbt, oder ich kehre nach Starkhaven zurück. Und wenn ich wiederkomme, bringe ich eine derart gewaltige Armee mit, dass von Kirkwall nichts übrig bleiben wird, worüber diese Malefikare herrschen könnten. Chill, Sebastian. Willst du wirklich eine ganze Stadt niederbrennen, weil du einen Mann nicht magst? Das erscheint mir nicht sehr herrschaftlich von dir. Haltet euch raus, Sebastian. Ich dachte, ich kenne euch, Hawk. Ich habe Starkhaven aufgegeben, um dem Erbauer zu dienen. Doch er hat sich von Kirkwall abgewandt, weil es eine Heimstatt für Ketzer wie diesen hier ist. Ich schwöre, ich werde wiederkommen und euren geschätzten Anders finden. Ich werde ihn lehren, was wahre Gerechtigkeit ist. Okay, mach. Ich muss mich dabei nichts angeben, ich brauche meinen Heiler. Mehr als ich zu brauchen, Bogenschütze. Ich werde versuchen, es diesmal besser zu nutzen. Oh, wie erfrischend. Wir sollten uns schnellstens auf den Weg zur Galgenburg machen. Wir wollen doch nichts verpassen. Okay, wir brauchen unser Schonerteam. Diese armen Leute. Was haben sie nur getan, um das zu verdienen? Absolut gar nichts. Das passiert, wenn mächtige Menschen sich nicht leiden können. Die rasten einfach komplett aus. So. Das können wir noch mehr. Genau. Todeswolke würde ich gerne nehmen. Oma. Machen wir die atropische Wolke weiter stärker. Und das ist ein Fass. Zugeben, Enders hätte ohne weiteres den Tod verdient. Genau das wollten die Templer schon immer. Sie hassen und fürchten. Du hältst erstmal die Schnauze. Er hätte den Tod auf jeden Fall verdient für diese ganze Geschichte. Aber das wäre zu einfach, um damit davon zu kommen. Er hat die Leute in diesen Krieg gestürzt und er wird es verdammt nochmal auch ausbaden müssen. Das war's. So, mit. Natürlich müssen wir erstmal die Stadt ausplündern, wenn wir schon mal hier sind. Tür ist zu, nicht wahr? Gibt keinen Weg sonst wohin. Ah, es gibt auch eine Kiste hier. Mit noch einem mottenzerfressenen Schal. Es hat wirklich keine paar Sekunden gedauert, bevor die ganze Stadt in Flammen stand, nicht wahr? Bleibt, wo ihr seid! Ihr könnt nicht entkommen! In Ruhe! Ich habe nie um das hier gebeten!
Das Gesetz ist eindeutig, Magierin. Wir können das Risiko nicht eingehen. Haltet euch von mir fern. Ich warne euch. Tötet es! Schnell, tötet es! Natürlich. Denn wer will schon den starken moralischen Grund behalten? Da kriegst du mit aufs Maul. Jetzt müssen wir uns durch den Mond und durch Tempa durchkämpfen. Warum ist ein Dämon des Zorns? Oh Gott, ausweichen. Anders, tu Pflaster, mach dich nützlich. Zuerst die Dämonen, dann die Templer. Dann ist er weg, danke. Mach weg. Das hat er ganz gut ausgehalten. Was ist mit Meryl los? Nein, Meryl! Er konnte nicht mehr wegrennen. Zwei Dämonen des Zorns. Okay, anders. Zeit für die Wunde der Heilung. Heb sie auf. Und hau eine Gruppenheilung durch. Drei, lösch ihn. Wie lebst du noch? Evelyn hält das Ganze aus, ist kein Problem. Aua. Verlangsamt. Bleib tot. Und jetzt bist du dran. Wird es also können wir jetzt schon mal gehen. Was ein Haufen Vollidioten überall. Anders, lass das. So. Das ist dicht. Nur um das klarzustellen, Anders. Wenn das hier vorbei ist, werdet ihr euch wegen eures Verbrechens stellen. Ich bin mir eures Bekenntnisses zur Unterdrückung durchaus bewusst. Anders, halt die Klappe. Des Landes, die gleichberechtigt für alle gelten. Das würde ich tatsächlich zu gern sehen. Ja, wirst am eigenen Leib sehen. Da hat Evelyn nämlich durchaus recht, das war ein... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Kapitalverbrechen diesen Begriff decken würde. Oder sind Tatbestand. Natürlich! Soll er erst die Buff-Bitch loswerden. So. Dann die Abscheulichkeiten. Auch Bombe. Und Ansturm. Der Ansturm ist so wertlos. Warum haben wir den überhaupt jemals genommen? Macht nahezu gar keinen Schaden. Und viel bringt er auch nicht. Mehr Abscheulichkeiten.
Meryl geht's nicht so gut, sie soll sich einen Heiltrank nehmen. Wir haben einen leichten Überschuss davon. Anders kannst du eine Heilung überchecken. Meryl ist jetzt gestorben. Wie so viel zu dem Heiltrank? Du wirst einfach von der Abscheulichkeit verprügelt. Selbst Evelyn kriegt aufs Maul von so vielen Abscheulichkeiten. Trink! Nächstes Platz. Rachefeldzug hat nicht so viel gemacht, wie ich gehofft hatte. Aua. Einmal ausweichen. Wenn ich ein anderes Ziel zu suchen hat, in dem Fall nicht so funktioniert, nicht wahr? Lass mal ausplündern. Ich muss es zu Ende bringen! Okay. Kannst du noch eine geben? Haben wir hier unten was, was übersehen wurde? Nein? Gut, weiter. Dann müssen wir jetzt da lang. Kurz mal ruhig stellen. Können wir jetzt bitte einmal dahin einen vernünftigen Anschwung kriegen? Ja, der war gut. Wir aktivieren einfach die exakten Schläge und krippen sie durch. Durch. Das ganze Kleingeld wird bestimmt noch sehr wichtig sein, auf jeden Fall. Da ist der Leutnant. Oh. Unsere Magerkollegen sind scheinbar ganz schön wütend. Und dann ist noch ein Bogenschütze. Jetzt müssen wir uns durch die reine Templer durchmorden. Und drauf. Wir werden durchgesnackt. Oder sie. Der Champion wird uns helfen. Komm dabei. Wird uns helfen! Du? Der Champion wird uns helfen! Ihr seid ein einfallsreiches Gesindel, nicht wahr? Runter zu den Docks. Wenn meine Statue, brennt, dann schlage ich jemanden. Mein Status steht noch. Das ist schon mal schön.